وقل رب زدني علما الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الله سبحانه وتعالى زاكت إن سورة زشتسن سورة النحل دبين فاس أختون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا

und Herzen gegeben, auf das ihr dankbar sein möget. Diese Sora wird auch tun Niam genannt, die Sure der Gaben oder Gunsterweisungen, weil in ihr sehr viel von den Gaben Allahs erwähnt wird. Und von den Gaben Allahs haben wir auch hier im 78. Vers die Gabe des Hörens, des Sehens und des Verstehens. Er sagte, Subhanahu wa Taala, und Allah. Hat euch aus den Bäuchen eurer Mütter hervorgebracht. Denn er ist es, der der Mutter Kraft gibt, die Schmerzen auszuhalten bei der Geburt. Und er ist es, der ihr die Kraft gibt zum Pressen, sodass das Kind auf die Welt kommt. Deswegen heißt es im Vers: Und Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter gebracht oder hervorgebracht und nicht, und eure Mütter haben euch aus ihren eigenen Leibern hervorgebracht. Dann sagt er, Subhanahu wa taala, während ihr dabei nichts wusstet. Und das haben alle Menschen gemeinsam. Alle kommen unwissend auf diese Welt. Doch Allah Subhanahu wa taala gab uns bestimmte Werkzeuge, nenne ich sie mal, um diese Unwissenheit zu entfernen und ihn dann zu erkennen. Dann sagt er, Subhanahu wa taala, und er hat euch Gehör gegeben, so dass du den Koran hörst die Überlieferung des Propheten salallahu wasallam, hörst, so dass du die Gelehrten hörst und die, die zu Allahs Weg rufen, ebenfalls hörst. Dann sagte er sinngemäß, und er hat euch Augenlicht gegeben, so dass du die Schöpfung Allahs siehst, die Himmel, die Sterne, den Mond, die Sonne und so weiter. Deswegen sagte Ibn al-Qayyim rahimahullah Ta'ala, der Koran ist das Lesebuch Allahs und die Schöpfung Allahs ist das Bilderbuch. Und wenn sich diese zwei Sachen vereinen, wird man verstehen, dass er subhanahu wa ta'ala der Einzige ist, der es verdient hat, angebetet zu werden. Und der Ort des Verstehens sind die Herzen. Deshalb sagte er, subhanahu wa ta'ala sinngemäß, und er hat euch Herzen gegeben. Wer also diese drei Schlüssel richtig benutzt, Gehör, Sehvermögen und sein Herz, der wird das Wissen erlangen, wodurch er Allah subhanahu wa ta'ala erkennen, und anbeten wird. Und so gehört er dann zu den Dankbaren. Denn am Ende des Verses heißt es, auf dass ihr dankbar sein möget. Das heißt, wenn du diese Gaben benutzt für die Anbetung, gehörst du zu den Dankbaren, und wenn nicht, dann nicht. Und sie werden am Tage der Auferstehung gegen dich sprechen werden. Möge Allah uns davor bewahren und uns zu den Dankbaren gehören lassen. والحمد لله رب العالمين